Mein perfekter Urlaub sieht aus, indem ich einfach nur den ganzen Tag am Strand flack und einfach nur da liege, ein gutes Buch zur Hand habe und einfach nur entspanne. Also mein perfekter Urlaub ist auf jeden Fall im Warmen, weil ich bin eher ein Sommermensch und möchte gerne maximale Wärme, Sonne, sodass ich auch ein bisschen braun werden kann. Genau. Mein perfekter Urlaub mit viel Sonne verbunden, aber auch nicht nur ausruhen, sondern auch ein bisschen was sehen und entdecken. Vor allem auch gerne wandern gehen, laufen und sich die Städte angucken, aber auch gerne an der Küste. Mein perfekter Urlaub, auf jeden Fall Sonne, Strand und schönes Wetter. Das ist eigentlich für mich das Beste, wenn man sich einfach mal ausruhen kann, woanders hinfährt, einfach mal abschalten kann und sozusagen das Wetter und das Leben mal ein bisschen genießt. Mein tollster Urlaub war bisher letztes Jahr, glaube ich, auf Lanzarote. War es einfach sehr entspannt, wie ich gerade schon erwähnt habe, einfach nur rumgelegen und nichts getan. Mein tollster Urlaub bisher war in Costa Rica. Das war schon 2020. vor 2 Jahren im Dezember. Und da war ich dann knappe 2 Wochen in Costa Rica. Und das war mit der schönste Urlaub, den ich jemals gemacht habe. Wir haben sehr, sehr viel erlebt. Also ich war mit meinem Freund dort und es war sehr, sehr schön. Eine Rundreise mit meiner Familie, mit dem Schiff. Wir sind eine karibische Schiffstour gemacht und dort in Häfen angehalten und Inseln und dort eben die Insel erkundigt und auch sonst auf dem Schiff auch einige Sachen erlebt. War schön. Bali letztes Jahr, da habe ich sehr, sehr viel erlebt und das ist eine wunderschöne Insel. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht dort. Auf langen Flügen schaue ich meistens viele Serien an, mal einen guten Film oder lese ein gutes Buch. Das Problem ist, ich kann nicht sehr gut schlafen. Ich finde einfach nicht die passende Schlafposition im Flieger, aber ich denke, da bin ich nicht die Einzige, der das so geht. Da haben ja viele andere Leute auch Probleme, aber grundsätzlich bediene ich mich an dem dreischaltigen Sortiment an Filmen. und wenn ich da irgendwann alles durch habe, dann fange ich vielleicht mal an zu lesen, aber das auch nur im äußersten Fall. Ich habe meistens immer was zu lesen dabei, ansonsten auch gerne etwas von der Uni und auch sonst auf langen Flügen schaue ich mir gerne Filme an oder lade ich mir vorher welche runter. Auf langen Flügen? Meistens eigentlich mit Film gucken und teilweise ein bisschen Musik hören. Das ist für mich eigentlich so das Beste, um die Zeit zu überbrücken. Ansonsten schlafen kann ich meistens nicht so viel, von daher einfach mal ein bisschen Zeit für sich nehmen. Ich möchte unbedingt mal in die, ich möchte unbedingt mal nach Afrika reisen, weil ich glaube ich die Umgebung dort ziemlich cool finde und das mein Traumziel ist. Frage, würde gerne mal eine Safari-Tour machen, aber grundsätzlich interessiert mich vieles. Also es gibt jetzt nichts, wohin ich nicht möchte oder kein Land, in das ich nicht gerne reisen würde, um einfach mal alles kennenzulernen. Aber mal gucken, wohin es mich noch treibt in den nächsten Jahren. Auf jeden Fall in den asiatischen Raum und dort einfach auch rumreisen. Also das finde ich auch total interessant. Da gibt es auch total viele Städte oder Länder, die mich total interessieren, wo ich auch hinfahren würde. Gute Frage, aber ich denke, dass ich die Malediven gerne mal bereisen würde, einfach mal um zu sehen, wie wunderschön das dort ist. Mich fasziniert einfach, dass es so viele unterschiedliche Kulturen gibt und
man einfach noch so viel ja erleben und einfach auch sehen kann von der Welt. Und das fasziniert mich einfach daran. Einfach die verschiedenen Kulturen kennenzulernen, einfach Länder kennenzulernen, die andere Bedingungen haben, die Mentalität ist einfach eine andere und das Essen ist anderes. Es ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Neue Kulturen kennenlernen, einfach neue Städte sehen, Eindrücke gewinnen und einfach mal was noch sehen, sich irgendwie ja mal ablenken, das finde ich immer total, total schön. Naja, um neue Kulturen kennenzulernen, neue Orte zu sehen, das Lebensgefühl dort zu fühlen. Ja, das ist eigentlich für mich so das Schönste am Reisen und halt einfach mal von oder mal rauszukommen. Ne?